Hallo und ein herzliches Willkommen zurück hier bei Far Cry 4. Ich muss ganz schnell machen. Wir sind hier in Pergamins Festung. Wir greifen die gerade direkt an. Ich mache direkt weiter. Kurze Pause gemacht und weiter geht's im Text. Wir müssen hier die Sachen einnehmen. Wie bei Herrschaft. Und ja. Pergamins Ende naht. Oh, scheiße, ich muss nachladen. Warte doch mal. Mal. Hä? Bleibt er da? So, wollte ich's doch. Einmal mit dem Raketen einfach reingeschossen. Komm. Tot. Wird erobert. Jetzt haben wir gleich den Bereich auch. Und Hammer. Komm, 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 ein Stück. Ja! Wo denn? Ach da! So, ist er auch tot. So, los geht's! Zack! Machen wir dem nach. Weiter geht's im Text. Weiter, kommt, Jungs. Nächster Teil. Sie wollen die Festung zurück. Wehrt sie ab! Na super. Verstärkung kommt. Oh, Kacke, ich muss da hoch. Komm, 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 gib Gas. Ist da jemand? Nee. Aber er kann mich hinstellen und feuern. Wir wollen die Festung zurück, ihr kriegt sie nicht. Komm. Boom. Ich muss nachladen, verdammt. Da kommt noch mehr. Na, wo ist die Karre? Huh? Wo ist die Karre hin? Huh? Der ist tot auf jeden Fall. Der ist auch tot. Kriegen die wenigstens kaputt? Ja, wahrscheinlich nicht. Oh, fuck. Allein, ich mach das anders. Ich muss nachladen. Oh, nachladen. Hä? Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Ich muss nach. So, warte mal. Nachladen. Scheiße. Lass mich kurz heilen. Lass mich kurz schießen. Ach du Kacke. Wo denn? Wo denn? Oh, wo wurde ich denn abgeschossen? Wie kann ich von da abgeschossen werden, wenn eine Wand ist? Mein Gott. Ja, first habe ich... Ich habe keine wirkliche Verstärkung. So, ganz ehrlich, was im richtigen Leben wird keiner eine Festung einnehmen können mit einem Mann an mir oder was? Ja, bist mit alles vorbereitet, deine Mama. Ja, jetzt kommt. Schnauze. Ja, dann geht das Ding nicht mehr in die Luft. Jetzt muss ich auch nicht nachladen. Wer schießt? Der Heli ist noch nicht da. Nee, er ist noch nicht da. Wo kommen die? Der Heli ist noch nicht da. Okay. Jetzt kommt er. Geht doch. Meine Fresse. Na, wo seid ihr? Stirbt beide. So, da kommt noch mehr, hä? Alter, lass mal den nachladen. Komm, zack. Hems. Haha.
Kommt nochmal ein Heli? Nein. Pams! Ja, mal nachladen, komm. Zack. Gut. Falls mal was kommt. Der ist weg. Heute stirbst du. Du bist auch tot. Besetz das MG, komm. Zack. Ja, schieß mir mit dem MG, komm. Das ist doch eine Waffenkiste. Nachladen. Oh, jetzt kommt doch her. Kleinen Ratten. Und du noch. Komm. Zack. Ja. Sie gehört uns, die Festung. Von mir an, mit dem goldenen Pfad. Die Festung ist unser. Nieder mit Pagan. Zerstöre die Pagan-Statue. Ja. Okay. Pam! Das war die Statue. Hey Jay, warum? Was hast du gegen meine Abbilder? All die Plakate, der arme Eric, mein Double, und jetzt das. Müssen wir damit was sagen? Soll ich das etwa persönlich nehmen? Diese Statue bestand aus purem Gold. Aufgeladen. Jetzt echt mal, ganz im Ernst. Weißt du, wie viele Artefakte ich dafür einschmelzen musste? Weißt du, wie lange Eric dafür Modell stehen musste? Nun ist es, wie es ist. Essen ist fertig. Asche zu Asche. Das Tor ist offen. Ich bin auf dem Weg zum Palast. Die königliche Garde greift an. Sie können dir nicht helfen. Ich gehe rein. Kühler sei mit dir, Bruder. Okay. Die Garde greift an und wir müssen noch in den Palast rein. Ja, ja, es folgt dem Ende. Die Musik sagt schon alles, hä? Ah, ich soll hier ins Auto und weiter hochfahren, hä? Konfrontiere Pagan. Ja. Dann lass uns losgehen. Guck mal, dass wir Pagan erwischen. Pagan! Ich komme! Ah. Da oben ist der Palast. Da fehlt doch ein Kontrollpunkt, oder? Den gibt's. Ach, den muss ich wahrscheinlich hier haben. Aber den habe ich nicht. Der Palast ist wahrscheinlich so verteidigt. Oh ja. Sie haben seine Statue zerstört, die aus purem Gold war. Oh mein Gott. Oh, Baum im Weg. Die Statuen, die haben wir schon mal gesehen. Oh mein Gott, so. Wir kommen näher. Aber wir müssen alles außen rumfahren, oder was? Alles außen rumfahren. Und hier ist keine Sau. Das ist doch Shangri-La. Das ist immer der königliche Palast. Da ist keiner drin, oder was? Keine Sau, okay. Er wartet sicher nur Pagan auf uns. Den Palast kennen wir doch. Na? Pagan? Hallo? Komm rein! Bitte entschuldige die Knappheit, aber die Diener sind bereits zu Hause. Vielleicht hast du sie aber auch nur alle erschossen. So, bevor wir loslegen... Ach. Mit wem spreche ich? Hm? Dem Sohn, der die Asche seiner Mutter verstreuen will? Oder dem Verrückten, der den Weg auf meinen Berg mit Leichen gepflastert hat? Denn würde ich mit dem Ersteren reden, dann würde ich sagen, setz dich. Sei zivilisiert. Lass uns was essen.
Doch. Das hatten wir ja schon, nicht wahr? Beim ersten Treffen? Du saßest hier. Paul legte gerade Strom an die Nippel deines unhöflichen Begleiters an. Ich stand genau so. Und was waren meine Worte? Ah, bleib hier. Genieß das Krabbenrangoon. Geh nicht weg. Ich bin gleich zurück. Nun, wenn du einfach gehört, gewartet hättest auf mich, dann wäre ich direkt mit dir hierher geflogen, um die Asche zu verstreuen. Also spreche ich wohl mit dem anderen Kerl, der nicht hörte, der nicht wartete, sondern sich lieber den anderen Affen anschloss und anfing mit Scheiße zu werfen. Aber ich sag dir was. Ich sag, schwamm drüber. Hm? Du hast zwei Möglichkeiten. Eins, du kannst mich erschießen. Langweilig. Oder du setzt dich hin. Wir essen zusammen. Und dann verstreuen wir die Asche deiner Mutter. Zusammen. War wieder Qual der Wahl oder was? Erschießen oder? Erschießen. Einfach. Fertig. Der König ist tot. Oh ja. Gibt's da doch viel, viel mehr Enden, wie es aussieht, hä? Krass. Aber das war König Pergamon und das war auch das Spiel. Oder besser gesagt, die Story. Oh mein Gott. Was wäre das andere Ende gewesen? Hätten wir sie wirklich hingesetzt, hätten mit dem noch geredet und dann die Asche der Mutter verstreut? Komisch. Wie gesagt, zwei Ichs, entweder verrückt oder doch nach der Mutter quasi die Asche zu verstreuen. Komisch. Aber das war auf jeden Fall die Story, Leute. Wir haben es endlich gepackt. Der König ist tot. Sabal ist jetzt der Führer von Kyrat. Und wir sind ein verrückter Kerl, der alle umgebracht hat. Yeah! Wir sind so eine Bestie. Unglaublich. Ja, so unglaublich. Jo. Zwei Türme haben wir nicht eingenommen und die Nebenmission haben wir auch nicht wirklich gemacht. Aber Großteil, die wichtigsten Sachen haben wir gemacht. Das ist ja schon mal spannend. Zwei Türme fehlen ja, wie gesagt, noch, aber halb so schlimm. Es war ja nicht story-relevant und das neue DLC kam ja auch schon raus. Aber ob ich das spielen werde, na, weil vor allem es eher für Multiplayer ausgelegt ist und mehr Spaß machen würde. Vielleicht, wenn ich jemanden finde für den Multiplayer-Bereich, dann würde ich es vielleicht spielen. Mal gucken. Aber so, denke ich mal, wird es jetzt Großteil von Far Cry 4 sein. Wird nicht mal wahrscheinlich was kommen. Höchstens, ich habe das sagen würde, ich würde noch eine Mission machen. Aber ich denke es mal weniger. Es gibt noch so viele andere Spiele, die wir erleben wollen. Aber schaut euch die Credits noch in Ruhe an. Danach kommt sicher noch was Kleines. Wie immer. Ja. Was soll ich noch groß über das Spiel sagen? Also, Far Cry 4, kein schlechtes Spiel. Sagen wir mal, ein gutes Spiel. Jetzt nicht sehr gut, sondern gut. Hat mir eigentlich schon gefallen. Far Cry 3 war damals auch cool. Far Cry 2 und 1 habe ich gar nicht gespielt. Es war cool mit den ganzen Tieren, wirklich die offene Welt. Ab und zu gab es Stellen, wirklich Rage-Modus, wo man echt denkt, wie, was, warum, wenn sie dich Bäume schießt, durch Mauern schießen. Und denkst du, auf einmal bist du tot. Und dann gab es schon einige Momente, wo ich gedacht habe, Rage. Aber auch coole Sachen, wo ich denke, wow. Der Arena-Kampf war cool, weil ich da kämpfen musste gegen Mensch und Tier. Dann auch die mit den Dämonen, die Sachen. Ja, war eigentlich schon cool, das Spiel. Also muss ich echt sagen, muss ich echt loben. Gespannt, ob Far Cry 5, wenn es rauskommt, wie es dann wird. Würde mir gerne interessieren, wie es euch gefallen hat. Schreibt es mal in die Kommentare.
was ihr von dem Spiel haltet. Würde mich auch mal sehr interessieren, ob es euch gefallen hat. Oder er sagt, nö, Far Cry 4 war jetzt nicht so besonders. War Far Cry 3 war besser. Ja, schreibt es mal rein. Würde mich euch gern interessieren. Ich fand Far Cry 4 jetzt besser wie Far Cry 3. Das auf jeden Fall. Far Cry 3 hat mich jetzt nicht so überwältigt wie jetzt Far Cry 4. War echt besser. Auch die Grafik und die Landschaften echt fett geil gemacht. Also war echt richtig schön. Auch da kommt man sich echt satt sehen, wenn man da wirklich mit dem Helikopter rüberfliegt und die Landschaft anschaut. Oder wenn man so auf dem hohen Berg schaut, runterschaut. Das war echt cool. Und wenn man auf einmal Himalaya-Gebirge ist und da wirklich da die Mission gemacht hat, war auch cool mit dem Schnee. Und auch ab und zu die Aller oben einfach so einerschreckend runterkommen. Und solche Sachen, wenn man schwimmt, dann Fische auf einmal kommen. Einfach so solche Sachen, wo wirklich im echten Leben auch passieren könnte, wenn wilde Tiere angreifen. Also echt cool. Auch die Idee mit den ganzen Tieren zu sammeln und dann sich auszubessern. Auch cool. Ja, dass der Beutel am Anfang echt klein ist, das hat mich ein bisschen gestresst, bis ich mal dahinter gekommen bin. Ich sollte mal meinen Beutel aufbessern. Aber das haben wir ja hingekriegt. Aber im Großen und Ganzen, storymäßig eigentlich nicht ganz schlecht. Ja, ob das mit Yogi und Reggie so unbedingt notwendig war, hätte man nicht machen müssen. Loninus war ja auch nur immer dasselbe eigentlich. Die beiden waren ja wirklich eigentlich eher Nebenmissionen gedacht, aber ja, was soll man groß sagen? Es war ja einmal ganze Zeit kiffen und die Drogen da anschauen und der andere Blutdiamanten sammeln. Naja, das hätte man sich lassen können. Aussichtsräume ist ja wie bei Assassin's Creed ja auch selber genau dasselbe Spiel, dass man die Karte aufdeckt. Ja, Festungen einnehmen, haben wir ja auch mal zwei eingenommen. War eigentlich auch ziemlich lustig. Jetzt eigentlich die König Pergamens Festung hat ja noch eine eigene separate, die man noch einnehmen kann. Ja, aber sonst alles im Ganzen echt funny, echt lustig. Man kann noch so viel nebenher machen, man kann auch stundenweise lang spielen. Also wenn man wirklich alles durchmacht, sind es ja glaube ich 100 Spielstunden, 120 Spielstunden, also echt viel. Aber die machen wir natürlich nicht, das wäre viel zu viel für ein Let's Play. Das Wichtigste ist die Storyline, der Rest ist eigentlich nur Nebenzeug, das ist nicht wichtig. Das ist ja immer eh fast nur dasselbe, also nur Festung einnehmen, die Außenposten einnehmen, Leuten helfen, also nichts Story-Relevantes. Also von daher, außer ihr wollt was unbedingt noch sehen, dann schreibt es mir rein. Dann mache ich es noch Arena-Kämpfe oder so. Es gibt ja so viele Möglichkeiten. Schreibt es mir rein. Schreibt es mir rein, ob ich noch was machen soll. Ja, die Credits laufen hier ganz schön gewalttätig noch weiter. Bis zum Ende. Bis zum bitteren Ende. Bis zum bitteren Ende. Ja, ja, wer da alles mitgemeistert hat. Ja. Sehr interessant, sehr interessant. Jop. Cool. Aber die Asche hat er jetzt immer noch nicht verstreut. Hätte es wahrscheinlich nur gemacht bei dem anderen Ende. Ob es da wirklich vier Enden gibt, weil es gibt einmal Anita-Ende wahrscheinlich mit als Anita-Anführerin und dann gibt es einmal entweder König Pergamin töten oder nicht töten. Aber hätte man am Ende nochmal umgebracht, trotzdem. Das würde mich interessieren, ob es ist. Das würde ich gern wissen. Das müsste ich, glaube ich, mal im Internet nachschauen, ob das, wie das läuft. Ob der trotzdem gestorben wäre oder wir einfach nur die Asche verstreut hätten und er wäre fertig gewesen. Wundert mich eh, dass sein Palast nicht verteidigt worden ist, dass da kein Mensch mehr war. Komisch. Der hat doch so eine riesige Armee gehabt, aber ja, was will man machen, ne? Naja. Die Crates laufen noch fleißig. Ich denke mal, ich melde mich am Ende noch mal ganz kurz. Also, bis gleich.
Pagan ist tot. Gut, Bruder. Es ist endlich vorbei. Hast du Lakshmana gefunden? Nein, ich weiß nicht, was es ist. Es ist doch unwichtig. Kyrat ist frei, Bruder. Und nur das ist wichtig. Komm raus und feier. Das wäre Mohans Wunsch gewesen. Ja, da bin ich wieder zurück. Lakshmana, das ist das mit dem Tanga hier, hä? Raus und feiern müssen wir noch. Feiern. Hola, Nachbar. Oh, Mr. Gale. Tja, das war's dann wohl. Jetzt gibt's keinen Mord und Totschlag mehr? Hängst du den Raketenwerfer an den Nagel? Gut. Gefällt mir, was du hier alles erreicht hast. Ziemlich schade, dass du bald wieder gehst. Du wirst ihn zu den Akten legen. Als Staubfänger. Außer... Es gibt noch was zu erledigen. Hm? Offene Rechnungen? Leute umzunieten? Ganz genau, Donald. Ich bin Yogi, du Sack. Tüte. Tüte? Diesmal nicht. Dankeschön. Diesmal keine Tüte. Ja. Jetzt nur noch die, wie gesagt, nur noch Leute umbringen, wie die Kerle das sagen. Großteils nur noch die Nähmission. Kirat ist befreit. Und ja, wir haben nur noch ein paar einzelne Sachen zu erledigen, aber die werde ich wahrscheinlich nicht mehr zeigen. Oder will ich mal sagen? Bruder, nach Pagans Tod sind seine Truppen bei Rajkat verunsichert und schlecht organisiert. Schlag zu, solange das Eisen heiß ist und erobere die Festung für den goldenen Pfad. Ja, die letzte Festung ist geschwächt, ja. Aber da würde ich sagen, ich hoffe, das Let's Play hat euch gefallen. Wie es mir gefallen hat. Also war echt schön. Ja, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns in einem neuen Projekt wieder. Oder vielleicht wieder hier in einer Nebenmission. Mal schauen, wie ich Lust und Laune habe. Ich würde sagen, lasst einen Kommentar da, schreibt mir eure Meinung. Und bis zum nächsten Projekt. Ich bin raus. Ciao.